So, hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Wir sind in Schleswig und schauen auf ein verlassenes Gebäude. Ja, im Moment sieht das ein bisschen schlecht aus. Aber das lässt uns jetzt nicht... Ups. Das lässt uns jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir machen weiter. Wir drehen natürlich voll auf. Und zwar uns fehlt eine Hochschule auf jeden Fall. Eine Oberschule auf jeden Fall. So war das. 24.000. Wir brauchen aber... Wir haben ein kleines Problem mit Strom, glaube ich, war das. Strom ist so ziemlich ein Problemchen. Und, na gut, Wasser, das geht noch. Das geht noch. Wasser geht noch. Wohnhäuser. Jetzt müssen wir sehen, dass wir unseren Strom. Wie war das noch? Steuern, Darlehen, Budget. Strom raufdrehen. Wir müssen unser Strom weiter raufdrehen. Das nützt nichts. Dann müssen wir noch mehr Gebäude bauen. Wir brauchen auch eine... Brauchen auch eine Buslinie. Das müssen wir auch machen. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Wohngebäude. Wohnraum. So, pass mal auf. Wenn ich das jetzt hier verbinde... Wie mache ich das jetzt? Kann ich das jetzt so machen? So, pass mal auf. So... So. Nein, das ist doof. So. So machen wir das. Dann gehen wir mal. Nein. Hallo. So. Jetzt gehen wir mal da runter. Und versuchen das mal da anzuklemmen. So. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Und wenn wir jetzt da eine Verbindung schaffen darüber, geht nicht, ne? Nee, es geht nicht. Pass mal auf, Wohngebäude, Wohnraum. Wir brauchen Wohnraum. So und so. Wohnraum ist unser großes Problem im Moment. Da auch noch Wohnraum. Und die beiden auch. Wir brauchen Wohnraum. Haben wir da Wasser? Haben wir da Wasser? Wasser haben wir da. Das ist schon mal sehr gut. Aber Strom. Das ist unser großes, primäres Problem im Moment. Wie kriegen wir mehr Strom? Und gebildete Arbeiter. Oh mein Gott. Das wird noch... Ja, wie man sagt, ne? Schöne, haarige Sache hier. Wir geben mal ein bisschen Gas hier. Wohnraum, warte mal, was haben wir jetzt noch? Da ziehen Leute überall ein, das ist sehr schön. Steuermäßig läuft das auch bloß strommäßig. Da gehen wir voll in den Keller. Was können wir an Strom machen? Wind kostet 6.000. Wenn wir wissen, eine hinstellen könnten, das wäre echt schon, das würde uns schon ein bisschen was bringen, glaube ich. Die laufen doch hier oben, oder nicht? Das funktioniert. Und die Dinger kosten, die kosten gleich 12.000. Was haben wir hier noch an Teile? Solarkraftwerk. Was haben wir hier? Wasserkraftwerk. Ein Staudamm halt, nicht? 16.000 Megawatt. 1.600 Megawatt. 120 Megawatt. Kohlekraftwerk. Oha. 50.000. Kriegen wir erst bei... Wir sind ja schon 3.760, 64. Soweit, so gut. Ach Gott, da brennt das schon wieder. Und Strom. Wir haben ein Mörderstromproblem. Oh, die ziehen alle aus. Die ziehen alle aus. Kurz auf Pause. Pass mal auf, kriegen wir noch hier eins hingebaut. Nützt nix. Hoffentlich bringt uns das was. Wir kommen wieder im gelben Bereich rein. Das läuft. Uns fehlt... Das ist ein Auf und Ab im Moment. Ziemlich, da ist noch wieder einer ausgezogen. Drugstore. Uns fehlt es im Moment an alles. Da ist wieder jemand ausgezogen. Ne, da ist jemand drin. Das ist gut. Industrie. Das geht rauf und runter. Was ist das? Im Bau. Okay.
Genau, mach das mal weg da. So. Das funktioniert. Wie sieht das aus mit unserer... Das müssen wir auch noch ein bisschen erweitern hier. Gehen wir mal darüber. So. Sehr schön. Das nimmt ihr auch noch mit. Halt. Strom. Schon wieder Strom. Wir haben immer dieses Stromproblem. Wir machen einen Plus von 1200. Das ist doch gut. Im Moment sieht das echt gut aus. Wir müssen sehen, dass wir diese Wassergeschichte... Strom. Wir brauchen fortschrittliche Windturbine. 12.000. Wir haben es bald. Wir haben es fast. Wir haben es fast. Wir haben fast die 12.000 zusammen. Wie sieht das verkehrsmäßig bei uns aus? Verkehrsmäßig da. Ganz schlecht da oben. Ganz schlecht. Da. Ja, es geht zur... Wir müssen vielleicht noch ein Gebiet dazu kaufen, damit wir unsere Autobahnabfahrt da oben verbinden, weil das läuft hier gar nicht. Alter, das geht gar nicht. Das nennt man extremes Problem. Der Verkehr steht. Ach du Scheiße. Ja, das ist natürlich Mist. So, Stromproblem. Kriegen wir das gelöst? Wir kriegen das jetzt gelöst. So, Strom. Eine Windturbine. Die stellen wir mal hier außerhalb der Stadtgrenze. Außerhalb der Stadtgrenze. Lass mir doch irgendwo ein bisschen Platz. Da. Krieg ich sie dahingestellt? Muss die an? Die muss ja im Wasser stehen, ne? So, pass mal auf. Wir pflanzen die da mal hin. Aber die ist natürlich auch laut, ne? Ach, das ist Mist. Hier haben wir auch noch. Aber da ist natürlich viel zu weit weg. Da brauche ich ja Stromladung, bis der Arzt kommt. Ach. Was machen wir da denn? Was kostet uns das Teil? 19.000. 40 Megawatt. Und das Ding 20 Megawatt. Sonst stellen wir noch so ein Teil dahin. Ja, nützt uns ja nichts. Wir müssen ja irgendwas... Vor allen Dingen straßenmäßig. Das geht gar nicht. Alter, das geht hier richtig im Bach runter. Die kommen nicht in die... Die kommen nicht in den Ort rein. Was können wir da verbessern? Was können wir da machen? Was können wir da machen? Ach du Scheiße, was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Können wir da nicht mit was Größerem rankommen? Autobahn, Autobahn, Autobahn. Pass mal auf, was haben wir hier? Was haben wir da? Ist das Autobahn? Große Straße. Autobahn. Können wir hier mit der Autobahn rein? Nein, halt stopp, so. Zu steiles Gefälle. Ort ist belegt. Natürlich ist der Ort belegt. So, pass mal auf. Pause. Wasserproblem haben wir auch. Also hier geht es jetzt richtig rund. Wasser. Wo ist Wasser? Wasserverfügbarkeit. Natürlich ist da, wenn da kein Saft ist, dann ist da auch kein... Dann wird das auch mit dem Strom nichts. Wie ist das mit dem Strom? Pass mal auf. Was kostet das Ding? 19.000. Kriegen wir das noch hin? Kriegen wir da die 19.000 zusammen? Lass uns die 19.000 zusammenkriegen, bevor das hier alles zusammenbricht. Bitte, bitte, lass uns das doch irgendwie hinkriegen. 19.000. Lass uns die 19.000 zusammenkriegen. Nicht genügend Geld. Komm. Alter, wir gehen voll in die roten Zahlen. Wir gehen voll in die roten Zahlen. Ich glaube, wir sind gezwungen. Wir sind gezwungen, uns ein Darlehen zu nehmen. So. Ja. Dumm gelaufen. Ich wollte es nicht, aber es lässt sich nicht verhindern. So. Strom. Mehr Strom. Kohlekraftwerk. So. Wir bauen es hier hin. Ich hoffe, das hilft uns jetzt, dass wir genug Saft zusammenkriegen. Wir starten das mal weiter. Oh oh. Komm, lass uns jetzt genug Strom. Strom haben wir gut. Ja, das geht. So. Und Wasser ist dann auch wieder hoffentlich da.
Strom, Strom, Strom. Was haben wir hier? Verschmutzung. So, was haben wir hier? Wasser. Wasser läuft. Okay, Wasser ist gut. Strom ist auch wieder gut. Aber wie gesagt, unser Verkehrsproblem da oben. Wir müssen das mal sehen, dass wir das... Alter Schwede, das geht ja gar nicht. Was haben wir hier? Müllberge. Wir haben ein kleines Müllproblem. Also müssen wir... Müll... Ort ist bereits belegt. Warum? So. Hoffentlich reicht uns das. Wie komme ich da hin? So. Was sagt er hier? In andere Einrichtungen entleeren. 45% voll. Fahrzeuge in Verwendung. 13 von 15. Warum wird der Müll da nicht abgeholt? Ja, weil hier vorne alles stockt und tot ist. Also, wir bauen, wir müssen kaufen. Wir müssen noch ein Gebäude, also ein Grundstück dazu kaufen. Und zwar das hier oben. Kaufen. Zack. Ach ja. So, gehen wir mal dicht dran hier. Müssen wir da wieder rausgehen, glaube ich. So. Wir müssen hier eine Autobahnabfahrt schaffen. Und zwar direkt von da, direkt hier rein. Das nützt nichts. Sonst kommen wir hier in Teufelsküche. Wie machen wir das? Autobahnabfahrt. Wie schaffen wir das? Dann brauchen wir auch einen Kreisverkehr hier. Augenblick. Oh, mein Gott. Was ein Tada. Kleberkreuzung. Das ist eine Autobahngeschichte, ne? Gut, die könnte ich eventuell hier hereinbauen, oder nicht? Geht das? Würde das funktionieren? Oh Gott, wie mache ich das? Könnte das funktionieren? Was haben wir hier noch? Großer Kreisverkehr. Ja. Da einen großen Kreisverkehr hier reinproppen, das wäre natürlich voll Panne. Dann reißen wir natürlich den ganzen Rönsch wieder ab. Dann reißen wir den ganzen Kram wieder komplett ab. Ich glaube aber, da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen das machen. Schade, 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 schade. Autobahnmäßig. Wir müssen eine Autobahnmäßiges machen. So. Autobahn. Was haben wir hier? Autobahn mit Lärmschutzwall. Wir bauen hier eine Autobahn hin. Wäre das eine Lösung? Wenn wir da rüber gehen. So. Und dann. Denn natürlich brauche ich zwei Straßen, ne? Oder wie sieht das aus? Ne, warte mal. Das müsste dann von da runtergehen, ne? Oder nicht? So. Jetzt müssten wir die Straße verkleinern. Das war dumm. Das war echt dumm. Mein Gott. Was baust du denn hier mit Kram? Verfluchte Axt. Wie kriegen wir da eine Verbindung hin? Wie kriegen wir da eine Verbindung hin? Sechsspurige Straße. So. Die müssten wir normalerweise da überwegleiten. Oder nicht? Eigentlich müssten wir das. So. Und jetzt müssen wir darüber weg. Wie war das noch mit Anheben? So, müsste das so gehen? Ort ist belegt. Wie hoch müssen wir eigentlich? Wie baue ich denn da eine Brücke rüber? Aha, so geht's. So. Das müssen wir hier aber noch verlängern, ein Stück. So.
Nicht schön, aber selten. So, jetzt müssen wir hier Autobahn Auffahrt, Abfahrt machen. Und zwar von hier. Von hier. Dahin. Und von da darunter. Richtig? Ich habe es natürlich verkehrt rumgebaut. Die müssen natürlich von hier kommen. So und hier rauf. Oder sehe ich das falsch? Oder sollen wir sie bis dahin fahren lassen? Nee, wir müssen sie darauf lassen. So. Das ist okay. Das ist scheiße. Das nochmal wegnehmen. Also nochmal. Dann gehen wir von hier darunter. So. Und das gleiche machen wir hier auch. Da gehen wir von da hier hoch. So. Und von da runter. Ja, also nicht schön. Das muss ich zugeben. Okay. Naja. Fürs nächste Mal probieren wir was anderes aus. Also das gefällt mir so erstmal nicht. Aber wir müssen sehen, dass wir hier unsere Verbindung hinkriegen, dass wir die sechsspurige Straße. Die sechsspurige Straße, wo war die? Da war sie. So. Ort ist bereits belegt. Da könnten wir nichts machen. Was ist denn? Was steht denn da? Das ist die Polizeistation, ne? Pass mal auf. Das ist bestimmt die Polizeistation. Klar. Kann mir das Ding verschieben? Wir rücken sie ein bisschen weiter hier rüber. So. Wir müssen aber jetzt die Straße noch bauen. So, pass mal auf. Gehen wir hier rein. Ob das klappt, ich weiß es nicht. Wir lassen es mal weiterlaufen. Vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht kriegen wir hier die ganze Sache ein bisschen entspannt. Benutzen Sie die Autobahn. Ja, die ersten LKWs kommen da oben. Sehr gut. Die ersten LKWs kommen da oben. Wir müssen hier einen Kreisverkehr reinhaben. Irgendwie müssen wir hier schaffen, einen Kreisverkehr. Ach, ist das ein Wurstkram. Meine Güte. Wie kriegen wir das hin, dass wir hier einen vernünftigen Kreisverkehr? Dann müssen wir das erstmal alles hier verschieben und vermachen und vertun. Alter, nein. Was ein Hackehü. Das proppt sich alles zu. Und das müssen wir auch hier ändern. Ja, nützt nichts. Wir müssen das hier ändern. Wir müssen das hier irgendwie ändern. Kreisverkehrmäßig, das geht hier gar nicht. So, das nehmen wir auch weg. Das müssen wir auch wegnehmen. Die beiden nehmen wir weg. Das nehmen wir auch weg. So, Kreisverkehr. Großen Kreisverkehr stellen wir hier hin. Was ist denn da im Weg? Was ist denn da noch im Weg? Was ist da noch im Weg? Muss ich das alles abreißen? So, das nehmen wir noch weg. Was noch? Das müssen wir dann wegnehmen. Das müssen wir wegnehmen. Das hier nehmen wir weg. So. Und unser Kreisverkehr. Wo war das jetzt? Irgendwo war das. Da. Irgendwo ging das doch. Bitte, lass mich das doch. Nein, ich werde das gerne dazwischen haben. Zack, Kreisverkehr ist da. So. Straßenverbindung herstellen. Und zwar. Nehmen wir das nochmal weg. So, das ist eine Autobahngeschichte, glaube ich. War das eine Autobahn? Ich glaube, das war eine Autobahn. Die geht von da. Wieso geht das nicht gerade rein? So, warum macht er so einen Bogen, sag mal? Das ist doch eigenartig. Und das? Kriegen wir das da eingebaut? Warum macht er denn so einen Bogen? Das ist doch komisch. So. Da ist die Autobahnanbindung. Das klappt. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann müssen wir die normale Straße nochmal anbinden hier. Das nehmen wir raus. Die nehmen wir auch raus.
Und die nehmen wir auch weg. Machen wir hier eine größere Straße hin, wenn es klappt. So, pass mal auf. Die machen wir hier. So, die haben wir da angebunden. Sieht ein bisschen sehr merkwürdig aus. Ich weiß, aber... Ne? So, die kleine Straße kommt hier ran. So. Sollen wir das auch noch verbinden? Nee. Doch, wir müssen es verbinden. So. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir brauchen aber jetzt nochmal eine größere Straße. Und zwar von hier darüber. Ort ist belegt. Alle Orte sind belegt. Dann haben wir da wieder so eine Riesenkreuzung. Und das ist ja nicht das, was wir wollten. Nur eine kleinere Straße. Kleine Verbindung. Die ist doch bestimmt auch wieder ratzfatz voll, ne? So. Wie sieht es jetzt arbeitsmäßig aus? Läuft das? Ob das jetzt läuft? Ich hoffe, das läuft. Was ist da unten los? Was ist da los? Wir brauchen hier noch einen Kreisverkehr. Ich dreh durch. Was für ein Wasser? Ach, wir haben... Scheiße, da ist doch ein Problem. Da ist ein Problem. Problem, Problem. So. Ist belegt. So. Ist wieder hergestellt. Was haben wir hier für ein Problem? Wir brauchen hier noch einen Kreisverkehr mehr. Wir brauchen hier noch... Da bauen wir einen kleinen hin. Einen kleinen Kreisverkehr. So, wie müssen wir da irgendwie hinsetzen? Dafür müssen wir die Feuerwehrwache verschieben. Feuerwache verschieben. So. Was haben wir hier noch? Nee. Das hier, können wir das? Nee. Können wir das Ding auch verschieben? Können wir nicht verschieben, ne? Gebäude leert sich. Kriegen wir das da hingebaut? Kleinen Kreisverkehr. Dass wir ein bisschen Entlastung hier haben. Wir haben hier einen Kreisverkehr nach dem anderen. Irgendwie haben wir das ein bisschen verkehrt geplant. Vielleicht müssen wir die Auffahrt hier vorne her sitzen. Pass mal auf, wir machen das mal so. Abreißen. So. Und hier gehen wir auch rein. Reißen das weg. Machen wir einen großen Kreisverkehr hier rein. Nee, einen kleinen. Einen kleinen. So. Hier einen kleinen Kreisverkehr rein. Mitten rein. Zack. Und jetzt nehmen wir das noch weg. So, das nehmen wir noch weg. Das nehmen wir weg. Jetzt bauen wir das mal da dran. Autobahn. So, die werden wir hier anschließen. Ne, wir nehmen das komplett weg. Warte mal, so. So. Jetzt können wir doch bestimmt die Autobahn da ran machen. Oder ist das eine Autobahn überhaupt? Autobahn, ja. So. Das müsste doch funktionieren eigentlich, theoretisch. Ich hoffe mal. Jetzt können wir hier Industrie bauen. Und zwar das alles hier, Industrie. So. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, wir haben das ein bisschen entlastet hier. So. Gewerbe. Gewerbegebiete. Gewerbegebiet. Das wird hier. Gewerbegebiet. Zack. Und hier natürlich. Und da auch. So. Mann, war dumm gelaufen. Wohngebiete. Da kommen hier auch nochmal. Aber ich glaube, das gibt bestimmt Ärger. Wegen Lärmbelästigung. Ich meine, die gehen sowieso, glaube ich, Konkurs da drin, weil... Weil... Augenblick mal. Nicht genug Strom. Wieso haben wir nicht genug Strom? Doch, Strom ist voll da. Die kriegen natürlich nichts ab, weil da noch nichts ist. Also nichts hinkommt. Pass mal auf, kriegen wir das irgendwie darüber? Na gut, okay, sind weg. Ich glaube, da kann sowieso keiner hinfahren.
So. Hier haben wir das. Da müssen wir noch verbinden. Straßenmäßig. So. So, Straße ist verbunden. Und das werden wir hier unten genauso machen. So. Gewerbe, Industrie, 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 Industrie. Was machen wir den da? Zack, zack. Industrie. So. Ob das nachher so ein Riesen... So, Industrie. Da ist noch eine Straße, die führt ins Nirvana hier. Schau mal, kriegen wir die ein bisschen gebogen dahin? Oder kriegen wir, machen wir das damit? So. Wenn wir das damit verbinden, dann wäre der Kreisverkehr natürlich ziemlich beansprucht. Aber... So. Wie sieht es hier aus? Müllproblem. Wir haben ein Müllproblem. Ein Müllproblem. Nicht Normalbetrieb. So, Mülldeponie läuft. Die ist 9% voll. Die läuft auch. So. Wir müssten aber mal sehen, dass wir irgendwie von da hier drüber nochmal eine Verbindung kriegen. Nehmen wir eine normale Straße oder... So. So, da nochmal eine Verbindung gemacht. Ist nicht so einfach, Freunde. Ist nicht so einfach. Ein Müllproblem. Wieso haben wir ein Müllproblem? Der ganze Verkehr, der quält sich da oben durch. Das ist natürlich sehr Panne. Der Kreisverkehr ist schon wieder voll überlastet. Volle Lotte. Warum? Wo klemmt das? Können wir das nicht updaten? Wie war das noch? So, ne? Keine Verbesserung auf diesen Typ möglich. So, kriegen wir das hin? Das mal so. Vielleicht bringt das was. Oder verstopft das noch mehr. Ach Mensch. Leutchen, Leutchen, Leutchen. Eine Verbesserung. Oh, das ist bereits belegt. Der ist belegt, belegt, belegt. Verbesserungskosten. Das läuft. Was heißt das? Sechsspurstraße mit Parkplätzen. Gut für starkes Verkehrsaufkommen. Und das haben wir zufällig hier. Verbesserungsort nicht. Okay, das können wir nicht machen. Müssen wir es da machen. Wo wollen die denn hin? Wo wollen die denn hin? Immer fährt ja nur ein Kreis rum, der eine da. Oder wie sieht's aus? Verbesserung. Ja, irgendwie müssen wir den Verkehr hier zum Laufen kriegen. Also da läuft es super. Also das, die ist entlastet. Aber jetzt läuft das alles über diese hier. Also unser Industriegebiet ist ziemlich ziemlich am Stressen hier. Muss ich sagen. Aber das ist bereits belegt. Meine Güte, was wird das hier alles? Verkehrschaos ohne Ende. Also das wird noch ein Akt werden hier, das kann ich dir sagen. Das kann ich euch sagen. Also das wird noch richtig problematisch. So, da auch. Strom. Wieso haben wir wieder keinen Strom hier? Wie sieht das mit Strom überhaupt aus? Okay, das ist da drüben, aber was? Da müsste ich doch lieber mal die Hochspannungsleitung verbinden. So. Dumm gelaufen, muss ich sagen. Das war echt schade. Die Gebäude sind alle leer.
Gewerbegebiet. Wir brauchen mehr Gewerbegebiete. Müllberge türmen sich auf. Vielleicht könnte der Bau einer Müllverarbeitungsanlage oder bessere Straßenverbindung für Probleme. Ja. Kleines Problemchen hier. Oder ein bisschen größeres Problemchen. Also im Moment haben wir... Das entspannt sich da oben wunderbar, aber hier ist natürlich jetzt alles dicht. Alles voll. Also müssen wir das hier auch nochmal verbessern. Sechsspurige Einbahnstraße. Ja. Was ist hier? Ach, ein Plaza. Kann ich das Ding verschieben? Sag mir, dass es geht. Ja, ich kann es verschieben. Umzugskosten 2000. So. Straßemäßig. Nein, wo war es jetzt? Rohrprobleme. Jetzt haben wir auch noch Rohrprobleme. Mann, Mann, Mann. So. Gottes Willen. Hoffentlich entspannt sich das hier jetzt auch. Wir brauchen aber auch nochmal eine breitere Straße. Also es gibt wieder nicht, siehst du? So. Müssen wir den doch mal nochmal verschieben. Ja, wir verschieben das nochmal. So. Kriegen wir das hier hinten wieder hingestellt? Nein, das geht nicht, ne? Schade, schade, schade. Ach Mensch, wie ärgerlich. Nicht genügend Geld. Wir haben nicht genügend Geld zum Umziehen. Uns fehlt 2000. Können wir noch ein bisschen hochschrauben hier? Bitte lass uns noch ein bisschen Kohle zusammenschieben. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Na komm. 2000. So. So. Kriegen wir da die Straße noch gebaut? Kriegen wir das noch hin? Ne, wir wollen ein bisschen die haben, ne? So. 400. So. Ja, es ist natürlich jetzt Panne. Gewerbegebiet. Da ist es. Das machen wir hier. So. Und da auch. Dahin. Ich glaube, mit der Kreuzung werden wir auch noch unseren Spaß haben. So, das ist doch schon mal. Nicht? Tja. Auf jeden Fall eine sehr interessante Stadt, muss man jetzt schon mal sagen. Verkehrsprobleme, das ist das, was wir am meisten haben. Okay, das hat sich jetzt entspannt. Das geht eigentlich so. Das geht eigentlich so. Da vorne ist noch so ein kleiner Knackpunkt. Da genauso. Ich denke mal, die Verbindung ist da zu kurz. Warum ziehen hier keine neuen ein? Was ist das Problem? Verlassen. Wie sieht es aus mit Strom und Wasser? Wasser ist da. Ach, Wasser ist da nicht. Müssen wir da mal Wasser hinkriegen. So. Und so. Das ist genauso mit dem da. Der muss dann noch ein bisschen verlängert werden. Nicht genügend Geld. Nee, wir sind ein bisschen pleite im Moment. Ein bisschen schade. Strommäßig. Strom ist doch da. Warum hast du gejault? Okay. So. Ihr dürft wieder einziehen, Freunde. Ihr dürft wieder einziehen. Ach ja. Uns fehlt immer noch die Hochschule, aber ihr wisst ja, ne? Ich habe so das Gefühl, dass das hier ganz böse in den Keller geht. Ich habe so das Gefühl, das geht im Bach runter. So. Was ist das hier? Fish Factory. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Altstopp, fortsetzen. Das hat sich entspannt. Das sieht gut aus. Hier ist sowieso alles im Lot. Da auch. Okay, die Gebäude sind noch alle leer. Aber da müssten normalerweise ziehen da wieder neue ein. Ich gehe da mal, ich hoffe das mal, immer so gesagt. Das sieht auch okay aus. Verkehrsmäßig. Ja, wir müssten vielleicht mal zusehen, dass wir hier Einbahnstraßen kriegen. Also die werden beliefert, das funktioniert. Ich glaube, das hier, das müssen wir auch noch, da müssen wir einen großen Kreisverkehr hinbauen. Irgendwie.
Oh oh. Mann, 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 Mann. Also wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge vor. Eine ganze Menge Baustellen haben wir hier. Aber da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir was in die Kommentare. Das wäre mir natürlich sehr hilfreich, wenn ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Oder ich habe ja bis jetzt noch keine Mods drin, nichts. Wenn ihr da einen interessanten Mod habt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Und wie gesagt, ich freue mich. Da ist doch noch eine Straße, die müssen wir doch nochmal verbinden. Oh, oh. Auf jeden Fall. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ihr wisst es ja. So, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.